Dann lassen wir mit Chorizo die Quest hier mal machen. Nein, es geht nicht ums Lager, sondern den Turi, den ich hoffe, ich kann das mit so einem Flugzeug machen, weil das ist so ein Flugzeugträger. What the fuck war das gerade für ein Übergang? Ich bin überhaupt nicht gewöhnt daran. Mache ich das mit Flugzeug oder Helikopter? Also ich finde immer noch, Helikopter spielt sich besser. Deswegen nehmen wir mal Helikopter. Aber ich hätte halt gerne den großen. Müssen wir halt mal einen klauen und dann hierher bringen. Tut mir leid, du kannst leider nicht mit. Hier ist Flugverbot. Okay. Wird mir zumindest die... Nee, die Kanone wird mir nicht angezeigt. Vielleicht erst, wenn ich abhebe. Oder hier gibt es doch kein Flugverbot. Da ist eine Grenze. Können wir auch mal wegballern? Hey, hier ist es, Bala. Hey. Papa kommt mit Technologie nicht so gut klar. Er hat mich gebeten, dir ein Foto von dem Gift zu schicken. Ich hatte mal mit dem Gift zu tun, aber das ist sehr rücksichtsvoll von ihm. So weit würde ich nicht gehen. Papa vertraut Leuten von außen nur nicht. Aber ich habe gesehen, was du kannst. Sieh dir das Foto an und beweis ihm, dass du weißt, was du tust. Wo ist denn das Schild, Alter? Das ist eine Kriegserklärung. Okay, die haben mir gerade irgend so ein Foto geschickt. Kann ich jetzt nicht angucken. Aua, 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 aua. Das ist so schwer zu lenken. Ich seh's, ich seh's. Was stirbst du? Hä? Er ist immer noch der Fahrer drin. Jo! Der Fahrer hält mehr aus als mein Helikopter. Also, das ist unverschämt. Scheiße, einer ist im verdammten Panzer drin. Aber ich bin einfach Beste und hab den Panzer mit 50 Raketen zerstört. Nennt mich Raketenmann. Das hat keinen Sinn gemacht, aber okay. Ich glaube, desto länger ich spiele, desto verrückter werde ich. Das ist eine gute Aussage. Jawohl, Rang 4. Gut, repariert. Mal, hier kann ich ja jetzt rein. Ah, nicht hier. Ah, da hinten kann ich rein. So, hier gibt es wieder sehr viel zu looten. Da bist du ja! Oh nee. Verpiss dich hier! Du gehörst hier nicht mehr hin. Was? Alles gut, Jungs. Oh nee. Der. Jetzt ist gut. So, Jungs. Ich habe gerade eine Waffe bekommen. Leute, ist das die K98? Ich glaube, das ist die. Das ist die. Wie geil ist das denn? Ne? Tatsächlich ist es die K98. Mio Mio. Mio Mio. Ja, Mio Mio. Que bola. Offensichtlich will sich die Künstlerin Senya Sayas mit dir treffen. Du hast dir hier echt einen Namen gemacht. Hey, danke. Wer? Senya was? Senya Gesundheit, eher gesagt. Klingt die auch so wie die K98? Scheiße. Ja, schon so ein bisschen. Zwar hat die hier zu viel Wumms. Die ist viel zu laut hier. Aber ansonsten ist es okay. Nee, Leute, ich will nicht mehr hier sein. Ich fliege jetzt nur mit Helikopter. Das macht so viel Spaß. Ich habe nie mal getroffen. Hier ist Danny. Danny,
von Libet. Ich weiß. Meinst du, das hätte ich vergessen? Nein, ich wusste nur nicht, ob du... vergiss es. Ich nähere mich hier an der Gegend, wo Christius geht. Suche nach gelben Behältern. Bei Sprühkommandos und Flugzeugen findest du das Gift auch. Alles klar. Ich bin dran. Ich sehe kaum was, weil mein Display so zerstört ist. Das ist ein Käfig, wo ich drauf geschossen habe. Oh, fuck! Ja, das hat ja viel gebracht. Scheiße. Hier muss ich vorsichtig sein. Und diesmal machen wir es anders. Ich dachte, die sind zielsuchend. Och Mann. Es läuft alles schief. Eine Bulldogge. Mein Schalldämpfer ist wieder würzt. Digga, hör auf, meinen Hund zu vergiften. Mit der Scheiße kann niemand mehr vergiftet werden. Ah, okay. Die Behälter sind schon kaputt. Beste. Was für Angst, Digga. Ich hab grad euer scheiß Arsenal zerstört. Hä? Ich hab 5-mal schon getroffen. Jawohl. Frauen sterben hier irgendwie schneller. Das ist schon ein bisschen sexistisch. Nein, Spaß, ey. Okay, habe ich jetzt hier alles schon kaputt gemacht? Irgendwie will das Spiel mir sagen, hier gibt's noch was zum Zerstören. Aber was? Vielleicht die Behälter dort? Die kann ich nicht mal kaputt machen. Fehlt immer noch was. Ja, jetzt. Okay. 40%. Okay. Das wird noch eine Weile dauern. Na los, rein mit dir. Kann schon richtig so hier rein? Oh, guck dir den Kleinen an. Ja, Feini. Oh, wie süß. Wie süß er da einfach so rumsitzt. Warte, zählt das auch, wenn ich hier so einen Wagen zerstöre? Ja, das zählt auch. Okay. Das ist perfekt. Hallo. Ja. Er guckt ihn ihm auf die Straße. Läuft einfach mit seinem Pferd auf der Straße lang. Kein Wunder, dass er danach tot ist. Ey Leute, das ist alles hier Scherz, was ich hier sage. Bitte nicht ernst nehmen. Oh, die Grafik wieder super schön. Du hast hier nichts zu suchen. Ach, danke, dass du es nochmal extra sagst. Okay, das war's. Jetzt gibt's Stress. Du hast gerade Dynamit geworfen. Ey, mach auf die Kiste. Na gut. Dann komme ich halt so rein. Das Dynamit hat irgendwie noch nicht so ganz gewirkt. Carlos? Denkst du daran, dich um diese Sprühflugzeuge zu kümmern? Wir sind sehr teuer. Warum schreiben wir nicht einfach Nachrichten? Wir sind doch nicht mehr in den 90ern. Gonio. Das verstehe ich zwar auch nicht, aber der Typ ist halt auch alt. Der hat davon keine Ahnung. Hä?
ich habe da gerade draufgeschossen. Mit der K98. Und das Teil geht nicht mal kaputt. Und hier auch, ich schieße in die Brust. Ohne Brühtocke. Ah, warte. Wieso halten diese Hunde immer so viel aus? Wieso muss ich überhaupt Hunde töten? Das war's mit dem Gift. Schritt für Schritt vertraut der Alte mir mehr. So, ich hab den TNT mehr. Dann muss wohl der Molotow her. Da oben ist ein Sniper. Der Gift geht in Flammen auf. Das würde Carlos sicher gefallen. Was ist denn hier drin? Ah. Hallo. Beruhig dich doch. Du böse Katze. Ich will sein Fleisch haben. Deswegen habe ich ihn gekillt. Gut, dann nur noch zum letzten Depot. Alles mitnehmen. Man hat ja gemerkt, man braucht wirklich jedes Zeug, das man findet. Hier sieht man nochmal schön die Küsten. Ich sag ja, das Spiel sieht echt schön aus. Und ich spiele nur auf mittleren Einstellungen. Das muss man auch noch sagen. Oh, was ein Panorama-Ausblick. Dieses Wetter passt gerade übelst zu dem aktuellen Wetter, denn wir haben über 30 Grad hier in Deutschland gerade. Oh, ich brenne förmlich, aber ich habe auch ein schwarzes T-Shirt an. Vielleicht ist es auch nicht so geil. Schnauze. Warum bellst du die ganze Zeit, Churiso? Doch, natürlich habe ich das. Digga, der hat einen Raketenwerfer gehabt. Wieso kommt jetzt wieder Verstärkung? Oh nee, Digga. Oh, wie viele kommen denn hier? Meine Fresse. Oh, hier ist nur eine Flugabwehrkanone. Oh, das ist die Spezialeinheit. Die kommt hier von der Küste. Gut. Ah, ich kann die Dinger wahrscheinlich kaputt machen und dann hilft das auch. Chorizo, weg da! Oh. Ich hab das Gift. Du ekelhafter Spasti. Jetzt kommt er hier mit seinem Helikopter an. Weil er keine Hobbys hat. Gut, dann sehen wir mal, ob Napoleon hätte gegeben, die Nachricht versteht. Ich hab noch mehr Arbeit für dich. Komm zurück ins Lager. Verlauf dich aber nicht, du Tuli.
Mach ich doch nie. Alter, wie gepanzert der war. Ja, das wird nicht so klappen. Er will mich boxen. Du kommst hier nicht. Nein, hör auf damit. Wie viel hält er aus? Ist das hier der Endboss? Oh, nicht mehr. So schnell war er wieder tot. Mann, war's das jetzt hier mal? Digga, die Spezialeinheit geht nur auf den Sack. Nee, ich lade. Das ist ja schlimmer als in GTA. Schnellreise während eines Kampfes nicht möglich? Jetzt muss ich flüchten? Ekelhaft. Wer sich den Scheiß ausgedacht hat, der wird gesteinigt. Aber schnell noch hier die Flugabwehr kaputt machen. Geil, verfehlt. Ich will noch das Uran. Das ist Uran. Jetzt flüchten. Los, los, los. Raus aus dem Gebiet. Ja, Touristen sind mir jetzt egal. Ich frag mich, wie lange dauert denn das, bis die jetzt aufhören, mich zu suchen? Okay, die Musik hat aufgehört. Das ist ein gutes Zeichen. Hola! Sag mir, was du ich will mit dir reden. Danny, wir verfolgen einen Konvoi, der bei Lanzas Altas seine Runden dreht. Zeit für einen Guerrero wie dich, ihn auszuschalten. Ja, das ist super toll. Oh, Digga, wie oft werde ich denn jetzt hier noch gesucht? Mann. Lass mich alle in Ruhe. Okay, die Luft ist rein. So, kann ich dann jetzt ins Lager? Jawohl. Oye, Guerrero. Oye. Ich hab das, was du wolltest, Carlos. José soll mächtig sauer sein wegen dem Gift. Du hast einen kurzen Prozess mit seinem Laden gemacht. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Vielleicht. Also bitte ich dich jetzt um einen Gefallen. Unsere Leute vergammeln in Rosés Gefängnissen. Einer von ihnen, Miguel, ist wie ein Sohn für mich. Wir brauchen einen Gefängnistransporter, um sie rauszuholen. Klau einen, dann treffen wir uns an der Tankstelle beim Gefängnis. Wir fahren rein, laden unsere Leute auf und verschwinden, bevor irgendjemand was mitkriegt. Ich vertraue dir, Turi. Also, verkack es nicht. Lass dir nicht so viel Zeit mit dem Gefängnistransporter. Das ist ja schön, aber ich kümmere mich erstmal um die schöne Espada, die nicht schön ist. Ja, moin. Was ist denn draußen los, Digga? Auf einmal 50.000 Sirenen. Es hört ja gar nicht mehr auf. Was ist denn draußen los? Cool, Leute, aber dann will ich jetzt mal den Part beenden, bevor ihr die Sirenen die ganze Zeit nur noch hört. Ja, ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.